Traditionell sind es den Erfgroßherzog und die Erfgroßherzogin, die alle Jahre für die vier Uhr vom Nationalfeiertag darauf abkommen. Wie auch letztes Jahr sind dieses Jahr die gewinnten Festivitäten ausgefallen. Der Besuch von der Erfgroßherzogischen Koppel gab aber nicht annulliert. Du wenigst konnte mehr ganz exklusiv Bilder drehen, weil die Guillaume und Stefanie sind nämlich nicht allein auf abkommen. Es gab nämlich einen ganz besonderen Gast, der mit dabei war, und zwar der Prinz Charles. Diesen hat er Begleitung von seinen Älteren und Präsenz vom Gemeinde nach Schafferoth, den nur ihm benannte Spielplatz gewollt. Die Erfgroßherzogliche Koppel hat sich für alle Macht dafür angesagt, dass Kinder mit eingeschränkter Mobilität sich auf der neuen Spielplatz amüsieren können. Zwei von den Spielern sind nämlich Behinderte gerascht. Trotz dem schlechten Wetter kriegt man eine Reihe Flottbilder von dem kleinen Prinz aus einem ersten Eindruck von der Ascher Spielplatz. Der kleine Prinz wird sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt gut geschlagen und einen guten Eindruck hat er los. Mit seiner Leber lach wird er nicht nur unser Bürgermeister verzaubert.